Rätselfreunde, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich war vor Ewigkeiten, vor ein, zwei Jahren, glaube ich mittlerweile, diese 7-Sekunden-Rätsel gemacht, die es auf YouTube gab. Die gibt es aus irgendeinem Grund nicht mehr, okay? Ich habe gesucht, ich habe gedacht, ah, vielleicht kann ich das machen für ein Video, aber nein, es gibt keine neuen, keine Ahnung, ich glaube, der Channel ist tot. Aber keine Sorge, nicht verzagen, denn ich habe die wunderbare App Brainstorm Riddles gefunden, in der du und ich kleine Rätsel lösen können, die natürlich wahrscheinlich sehr herausfordernd sein werden, okay? Ich bin nicht die größte Rätseleule, aber ich denke, wir können uns hier mit Combined Efforts zusammen gut schlagen. Ich habe es auf meinem Handy. Ich versuche hier meinen Bildschirm zu sharen. Und wir fangen direkt an mit Rätsel Nummer 1. Wer ist der Vater? Okay, wir haben hier zwei Männer. Das ist jetzt natürlich, wir haben natürlich nicht den Zeitfaktor, okay, den wir bei 7-Sekunden-Rätseln hatten. Da hatten wir nur eine gewisse Zeit. Aber eigentlich war der Faktor ganz cool, deswegen machen wir das jetzt trotzdem. Okay, und zwar geben wir uns 15 Sekunden. Rätsel Nummer 1, let's go. 15 Sekunden. Ich bin sein Vater, ich bin sein Vater. Einer von beiden sieht grummelig aus. Das macht mehr Sinn, weil das Kind ist wahrscheinlich anstrengend. Aber das Kind geht zum anderen Vater. Ich sag B. B ist richtig. Zeige den Beweis. Das Kind, es guckt glücklich. Ah, nee, da hinten, da hinten. Verdammt. Der Beweis ist da hinten. Man sieht, dass er der Vater ist. Wir sind jetzt im nächsten Rätsel. Ich bin mir sicher, die Rätsel werden schwerer. Let's go. Wer ist Adrians Freundin? Der. A, Herz, M. M ist Mary. B, M ist er. Hier, da, ich hab's gesehen. Ha, puh, wir haben sogar noch 3 Sekunden übrig. Puh, wir sind Maschinen. Wie immer könnt ihr natürlich gerne miträtseln in den Kommentaren und A und B in die Lösung schreiben. Dann könnt ihr das in Realtime mitmachen. Okay, nächstes Rätsel und go. Wer ist verheiratet? Okay, ich suche nach einem Ring am Finger. Ich finde keinen. Er hat 2 Taschen. Er hat 2 Tickets. Oh mein Gott, die haben alle 2 Tickets. Ich habe keine Ahnung. Der da? Der wirkt für mich verheiratet, aber ich habe keinen Proof. Eine Sekunde. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach für C, aber ich muss den Beweis zeigen. Ich denke, er hat 2 Gepäckstücke. London, Frankreich, Familienrabatt. Man kann auf die Karten klicken. Okay, das ist ja unfair. Das ist ja unfair. Okay, das wusste ich nicht. Okay, Level 4, let's go. Counter startet. Wer ist der Gewinner? Ich habe gewonnen, denn ich habe gewonnen. Einer reicht wahrscheinlich in die richtige Richtung. Nummer 6, Nummer 7. Ich bin mir nicht sicher, alles sieht so falsch aus. Wo sehe ich denn hier, wer gewinnt? Der B. Wegen der Richtung? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Okay, mein Timer ist abgelaufen. Okay, 7 ist noch da. Er hat gewonnen. Er hat die Faust. Ich denke, die Faust ist für mich der gewinnende Punkt. Was ist mit dem... Leute! Ihr müsst mir... Okay, ich fühle mich ein bisschen gescammt. Ich wusste nicht, dass ich auf die Sache auch klicken kann. Ich klicke jetzt am nächsten Rätsel auf alle Sachen drauf. Okay, dann hat natürlich A gewonnen. Ich bin jetzt vertraut mit der ganzen Geschichte. Möchtest du das Sonderkapitel-Level spielen, um deinen Verstand zu schärfen? Filmquiz. Okay. Welcher Film ist das? König der Löwen. Welcher Film ist das? La La Land. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. The Revenant, sage ich. Oh, ist richtig. Okay, ich meine, das war Leonardo DiCaprio. Das ist Titanic. Das ist auch richtig. Oh mein Gott, ich bin hier so ein Filmgenie. Das ist, könnte alles sein. Herr der Ringe. Der hat einen Ring. Ich habe noch nie Herr der Ringe geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der weiße Hai. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Film noch nie geguckt. Ich habe einen weißen Hai gesehen. Avatar ist das, den kenne ich. Den habe ich mal geschaut. Der läuft jetzt wieder im Kino, weil die den zweiten Teil haben. Welcher Film ist das? Star Wars. Ich bin ja gleich durchs Filmquiz. Welcher ist das? Keine Ahnung, Jurassic Park. Und das hier? Ist Harry Potter. Zack, bam. Film, Quiz, abgeschlossen. Let's go, jetzt machen wir weiter mit den Rätseln. Level Nummer 6. Ich habe hier wieder meinen Timer, 15 Sekunden. Und go. Wer lügt? Du bist 13, du kannst nicht fahren. Ich bin 30. Wo kann ich draufklicken? Kann ich auf irgendwas draufklicken? Absolventin der Highschool 2008. Sie ist 30. Warte, hier, kann ich B drücken? Wieso nicht? Hä? Absolventin der Highschool 2008, wir haben es jetzt 2022. Okay, sie ist an der Highschool fertig geworden um 2008. Ich bin fertig geworden 2016. Ich bin zwar nicht 30, aber 2008 ist weniger als 16. Ich bin nicht mehr 13. Warum? 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 Ach, wer lügt? Ich bin dummy, es ging darum, wer lügt und nicht, wer die Wahrheit sagt. Oh mein Gott, da habe ich immer Punkte verloren in Klassenarbeiten, weil ich immer nicht richtig gelesen habe. Und dann habe ich immer gedacht, oh ja, ich habe es aber richtig. Ich bin dummy, bin ich. Okay, aber keine Sorge. Der Timer ist auf 15, Level 7, wir geben nicht auf. Okay, spielen. Hilf ihr bei ihrer Wahl. Timer go.
Was ist denn ihre Wahl? Wählt sie, mit welchem sie ausgehen möchte? Okay, der hat auf seinem Handy. Der hat irgendein Tinder-Ding auf. Das ist natürlich skeptisch. Kann ich bei der anderen? Oh, der guckt nach Essen. Er ist die bessere Wahl. Da, rot. Rot ist die bessere Wahl. Der andere ist ein kleiner Betrüger. Wir haben noch nie so viel Werbung in einer App gesehen. Aber okay. So, Level Nummer 8. Timer ist auf 15. Go. Wer hat das Fenster zerbrochen? Du hast das Fenster zerbrochen, du warst es. Sehen wir hier irgendwelche Cues? Hier ist der Stein. Der sieht wütend aus. Der sieht kräftiger aus. Kann ich auf irgendwas draufklicken? Oh ja. Was ist das? Er hat Matsch an den Fingern. Er war es, der Kleine. Nächster Timer und go. Wer lügt? Das ist ein Zitronenbaum, das ist ein Apfelbaum. Hier ist was. Was ist das? Kann ich hier draufdrücken? Oh, ich kann die Lupe benutzen. Und ich kann die Lupe benutzen für das und es ist ein Clearly Apfel. Wer lügt? Wer lügt? Ich habe diesmal richtig gelesen. Es ist kein Zitronenbaum. Wir haben es geschafft, gerade so mit dem Countdown. Let's go. 15 Sekunden. Wer ist verheiratet? Ehering. Gibt's einen Ehering? Sehe ich hier irgendwas? Nein. Die hat als einzige hübsche Schuhe an. Stiefmutter, verpasster Anruf. Hier, die rechts. C ist die Frau. Richtig stressig hier das Ganze. Oh, ich darf das Glücksrad drehen. Nein, danke. Ich weiß nicht, was ich mit den Gehirnpunkten machen soll. Ich wünschte, ich hätte keine Werbung, aber das kann man nicht mit Gehirnpunkten kaufen. Okay, Level 11. Was ist dein Lieblingsfach? Timer, go. Hier, wir können im Rucksack gucken. Mathe D4. Wissenschaft C-. Geschichte A+. Er liebt Geschichte. Aber A++ gibt's gar nicht, meine ich. A+ ist das Beste, was du kriegen kannst. Und ich glaube, das gab es bei uns in der Schule auch nicht. Gibt's bei euch ein A, also eine 1+? Oder könnt ihr nur eine 1 bekommen? Ich meine, bei uns gab es keine 1+. Okay, boah, ist richtig stressig hier, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ich die Einzige bin. Weil ich halt... Ich denke, mit dem Timer ist es aber sehr viel lustiger. Für mich persönlich. Weil sonst ist ja keine Herausforderung. Sonst haben wir ja hier nichts Besonderes. Aber ich muss sagen, auch kein Shame in the Game, wenn man mal eine 4 schreibt, kann passieren. Ich habe früher einmal eine 4 geschrieben, in Physik. Das war nicht mein Fach. Aber danach habe ich voll viel gelernt und ich wollte nicht. Das ist eine tragische Geschichte. Okay, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben eine 4 geschrieben. Das war in Physik, das war tragisch. Ich habe von meinen Großeltern väterlicherseits dann einen Physik lernen, was auch immer diese Kind, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Es gab so Schülerhilfe-Boxen mit so Lernkarten für halt meine Klassenstufe. Ich glaube, ich war in der 8. oder in der 9. Klasse. Und ich musste so viel lernen. Meine Mutter hat es gar nicht gesehen. Die saß da stundenlang. Ich habe geheult. Ich saß im Wohnzimmer bei uns im Haus und ich habe geweint und ich war so, ich will kein Physik mehr lernen. Ich hasse Physik. Jedenfalls habe ich dann gelernt und habe ich eine 1 geschrieben und danach habe ich sogar in Physik voll die gute Note aufs Zeugnis noch bekommen. Und dann war ich in der 10. Klasse in Physik. Da mochte mich mein Lehrer voll. Und dann war der voll so, oh, du solltest auf jeden Fall drüber nachdenken, in den Leistungskurs zu gehen. Und ich war nur so, auf jeden Fall. Dann habe ich Physik abgewählt. Und danach hatte ich nie wieder Physik in meinem Leben. Was für eine Geschichte. Aber ich hab's gehasst. Was für ein horrible Geschenk. Es war Weihnachten oder mein Geburtstag oder irgendein halt so ein Feiertag. Und ich habe eine Physik-Lernbox gekriegt. Ich habe mich sowas von gegrämt. Ich sag's euch. Okay, aber Side Note, hat nichts mit dem Spiel hier zu tun. Wir haben hier unseren Timer, 15 Sekunden, Level 12, mit dem kleinen Rasterlockenmann mit dem Mikrofon. Let's go. Timer, wer ist der Vater? Okay, Haarfarbe ist hier braun. Hier auch braun, deswegen wäre das mein Tipp. Rufe Mama an, rufe Papa an. Oh, der hat ein Handy. Okay, vielleicht ist es A. Okay, jetzt Level 13, wieder mit dem Rasterlockenmann. Und dem Mikrofon. Ich denke, diesmal ist es wirklich ein Hinweis. Timer, go. Wer ist arm? Oh Gott, wer ist arm? Er hier hat einen Gutschein. Das heißt, er ist wahrscheinlich am ehesten arm, weil er aus irgendeinem Grund den Gutschein braucht, um da Essen zu essen. Haben wir sogar in der Zeit geschafft. Ich weiß aber nicht, warum der Gutschein dich jetzt ärmer macht. Weil, honestly, ich bin ein großer Gutschein-Enthusiast. Ich liebe Gutscheine. Ich habe immer, wenn ich irgendwie für was Gutscheine fände, ich bin so hyped. Ich freue mich immer voll. Ich bin so, oh, let's go, Gutscheine. Wir können was sparen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich bin einfach ein Schnäppchenfreund. Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht mal so, ich habe jetzt nicht direkt Geldsorgen. Oder dass ich unbedingt sagen muss, oh, ich muss auf jeden Euro zweimal gucken, ich muss auf die Gutscheine gucken. Ich habe das Gefühl, die wenigsten Leute, die Gutscheine benutzen. Aber jedes Mal. Ich hab hier die Apps von allen Läden. Ich habe hier eine Kaufland-App. Ich habe eine Rewe-App. Ich habe jedes Mal, wenn ich einkaufen gehen will, bin ich so, oh, mal gucken, was beim Kaufland so im Angebot ist diesmal. Okay, keine Ahnung. Wer ist verheiratet? Ich gucke immer nach einem Ehering. Die sehen skeptisch aus. Denen ist kalt. Die sehen auch skeptisch aus. Die sehen glücklich aus. Ich denke, es ist das Pärchen. Ich
weiß nicht, wo der Hinweis ist. Was ist der Hinweis? Hier, die halten Händchen. Hä? Okay, Timer ist abgelaufen. Ich hab auf jeden Fall, kriege ich hier schon mal keinen Punkt für das Rätsel. Level 14, sehr schwierig. Warum sehen die alle so skeptisch aus? Haben die keine gut? Ich würde halt sagen, das Pärchen B. Weil die sehen als Einzige zufrieden aus miteinander. War aber richtig, das waren die Einzigen, die glücklich waren. Ich möchte das Sonderkapitel nicht machen. Ich habe das Gefühl, das bringt mir nichts. So, Level 15, Timer und let's go. Welches ist ihr Baby? Das hier, das hat doch auch die Lockenhaare. Oder? Ist das richtig? Oh, das war ein Quick One. Wir werden hier besser. Okay, nur zwei Level. Noch zwei Rätsel. Let's go. Timer go. Wer ist gierig? Der guckt da natürlich schon ganz schön gierig drauf hier, der alte Mann. Was haben wir denn hier? Er hat natürlich ein Buch dabei. Warum? Okay, ich weiß nicht, wo ich draufklicken muss. Wer ist denn gierig? Okay, Timer ist abgelaufen. Ich bin der schlechteste Quizspieler der Welt. Ihr seid wahrscheinlich alle 10-mal schlauer als ich. Okay. Gierig, gierig, gierig. Wir haben hier aber alle Zeit der Welt. Wir gucken uns jetzt an, wer gierig ist. Wir schauen auf die Brille. Nein, wir schauen in den Rucksack. Können wir nicht. Wir schauen auf das Geld. Was ist denn das Buch? Was ist der Beweis? Okay, ich muss jetzt den Tipp. Bewege das Geld über ihre Augen und sieh zu, was passiert. Der Mann ist gierig. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass ich das Geld bewegen kann. Aber ist okay. Kann passieren. Wir sind im letzten Level. Wir haben es geschafft. Wir haben einmal noch unseren Timer. Wir können hier noch einen Punkt verdienen. Und let's go. Wer ist Aschenputtel? Ist Aschenputtel... Das ist Cinderella? Das da ist Aschenputtel? Nee, eigentlich müsste Cinderella dann aber den Schuh haben. Oder? Den blauen? Hat Cinderella nicht den blauen Schuh? Oh, ich kann den Schuh bewegen. Wer will den Schuh haben? Wieso bewegen? Hier, die will den Schuh. Hier, die hält den Schuh. Die ist Aschenputtel. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben keinen Punkt gekriegt, übrigens. Was bringt mir das, dass ich den Schuh bewegen kann? Die hat den Schuh. Ich denke, die linke ist es. Das heißt, es macht... Ich kann die Kleider hochschieben. Aber die haben alle nur einen Schuh. Warum haben die denn alle hellblaue Schuhe an? Ich denke trotzdem, die macht mir am meisten Sinn. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat bei der mittleren? Habe ich versucht, den Schuh den anderen anzuziehen und er hat nicht gepasst? Ich bin so unsicher. Ich habe das letzte Rätsel, habe ich gar keinen Punkt. Aber okay, ich denke, wir haben ja alle unser Bestes gegeben. Keine Ahnung, wie viele Punkte ich am Ende akkumuliert habe, aber wahrscheinlich nicht allzu viele. Ich habe das Gefühl, ich bin hier sehr gestresst rausgegangen aus der ganzen Situation. Aber ist okay, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nochmal sowas sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr freuen. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!